Ja, hallo und herzlich willkommen bei Teil 3 Audi. Heute jetzt nehmen wir den auseinander. Das heißt, ich nehme jetzt die Ansaugbrücke runter, alle Anbauteile, hier oben die Zündspule, den Kabelbaum nehme ich hier oben weg, damit wir uns nachher nicht stören beim Kopf runternehmen. Ventildeckel nehme ich runter und dann gucken wir uns die ganze Schose an, genauso wie die Zündkabel. Hier guckt euch das mal an. Auch schon. Vorhin habe ich es gesehen hier, sind auch schon teilweise hier überall offen. Ne, also die können auch gleich alle mit neu. Ne. Aber was ich vergessen habe zu sagen, der Kühler hier bei dem Wagen, den hole ich eben hierher, weil das im Lagerfilm ist echt scheiße. Der Kühler bei dem Wagen ist kaputt. Wie ihr seht, steht hier unten überall das Wasser drin. Also der ist auch komplett voll mit Dreck und Öl, Schlamm. Das bringt nichts, den müssen wir auch neu machen. Und als wir das gebaut haben, haben hier unten schon die Tropfen drin gestanden. Das heißt, der ist hier unten schon undicht und im Arsch. Hier sieht man es auch, hier ist alles voll Wasser. Das kommt sogar nach, glaube ich, sieht man. Oder nicht? Auf jeden Fall ist der im Arsch. Ja, jetzt nehme ich erstmal die Gasanlage hier runter, dieses komische Ding, ne? Gleich mache ich sowieso alle neuen, sowieso. Das heißt, ich stemme das einfach durch, alles einfach. Einfach kaputt schneiden, geht drauf los. Das ist ja super geil, ich habe die Elektronik noch nicht losgeschraubt. Konnektoren. Ich habe dann noch nichts losgeschraubt. Super geil befestigt, ne? Aber wenigstens hier kein Lochblech verwendet. Das war auch mal lackiert, wie der aussieht. Der Halter. Aber der war fest. Nur zusammengebunden da rein rum und über ein Knick im Kabel. Ja, kann ich lange dauern, das ist im Arsch. Ich fummel das jetzt nur auseinander, damit ich weiß, was Original ist und was Gasanlage ist. Damit ich hier nicht die Originalkabelbäume gleich durchtrenne. Macht Sinn, ne? Ich mache erstmal die Gasanlage so weit raus und dann habe ich da mal eine Ruhe. Diese Schläuche mal irgendwie her. Vor allem diese Verschlüsse, die sind immer so. Nee, alt sind die mega geil, so wie hier. Die brechen einfach alle ab. Stattdessen müssen wir auch neu besorgen. Aber keine Angst, der war schon kaputt. Der hält auch noch so, ne? Aber. Ist halt nicht schön, wenn er nicht verriegelt. Der sollte so aussehen. So ist richtig, so ist falsch. So, mit Ohren. Überall fallen diese Plastikdinger auseinander, weil es einfach uralt ist. Und jetzt hier das lösen und dann gleich die Ansaugbrücke runter. Man kann auch mehr vorne Platz schaffen. Man. Vorne hier Platz schaffen. Das ist, da kann ich gar nicht dran sein.
Düsentrennung, ne? So haben die das früher gemacht. Die haben jetzt einfach solche vorgefertigten Stecker. Den stecken die auf die Benzindüse und den auf den vom Motorsteuergerät, den Kabel. Das Kabel, den Kabel. Den Kabel. Den Kabel. Der Gerät. Und dann ist da überall Steckverbindung und alles potenzielle Fehlerquellen. Deswegen, wir löten das und das ist schöner, es hält länger. Ich habe schon ganz oft diese Dinger hier rausgeschmissen, weil die benutzen, die legen die natürlich auch super geil. Das ist alles richtig geil gequetscht, geknickt. Und das macht der Motor dann mit kalt, warm und irgendwann ist das gebrochen. Logisch, ne? Deswegen, wir machen das hier schön oben drin, damit keine Hitze und keine großen Vibrationen auf dem Kabel. Wie das da reinklemmen, ne? Junge, 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 Junge. Man bricht alles ab. Richtig Angst hier ran zu schrauben. Bricht alles kaputt. Alles uralt. Zelle abgewiesen. Das war ich auch nicht. Naja. Alles im Weg von der Gasanlage. Macht doch keinen Spaß, oder? Fahr das im Weg. Alles im Weg. Ehrlich, Hitschi. Du bist in normalen Werkstatt und kriegst so eine Gasanlage, weißt du, wo alles einfach zwischengeschoben ist. Ja, das ist schon krass. Na? Stimmt. Da braucht man sich nicht wundern, warum sich alle über Gas aufregen, wenn das so verbaut ist. Ja. Und wie kommt man da drauf, da einen Untergrund hin zu bohren? Das ist doch die blödeste Stelle überhaupt. Das ist eine Zweite Teil, die wir schrauben, die wir